Mein Name ist Juliane Drell und wir befinden uns heute vor dem Impfzentrum Hannover. Wichtiger Schritt heute, wir starten mit einer kleinen Kapazität von 450 Menschen, die hier geimpft werden können, über 80-Jährige. Unser Schweraugenmerk ist im Moment aber tatsächlich immer noch natürlich die Impfung in den Pflegeheimen. Da sind wir inzwischen bei knapp 120 von 180 angekommen, also ein wichtiger Schritt, kommen da sehr gut voran. Aber das Signal für die Bevölkerung, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, insbesondere wenn man sieht, dass wir ja auch zunehmend mit dem mutierten Virus zu tun haben werden. Und da ist es dann wichtig, dass die Gruppe der besonders Gefährdeten durch die Impfungen einfach besser geschützt ist. Das erreichen wir und ich freue mich sehr, dass wir jetzt auch hier anfangen können, um auch die nächste Gruppe derer, die eben nicht in Pflegeeinrichtungen sind, schützen zu können. Und ich bin sicher, wir haben ja schon etwas Erfahrung, dass der Anlauf hier gut ist. Ich will das deutlich sagen, wir können hier in diesem Impfzentrum sehr viel mehr als 450 am Tag impfen. Im Grunde ist es so, wenn genügend Impfstoff da ist, sind wir aufgrund der Gegebenheiten der Gebäude und der Organisation in kurzer Zeit dazu in der Lage, nicht nahezu beliebig, aber auch in mehrere Tausend am Tag zu gehen. Wenn es sicher verlässlich genug Impfstoff gäbe, könnte man das hochfahren. Heute ist der Startschuss für das Impfzentrum hier auf dem Messegelände. 450 Impfungen pro Tag können wir heute anbieten. Der begrenzende Faktor ist, wie Hauke Jago das schon gerade gesagt hat, der Impfstoff. Und ich hoffe, dass wir da auch bald eine Lösung haben. Der Start heute ist allerdings nicht der Start des Impfens. Auch da waren wir in den letzten Wochen tätig. Gerade bei den Alten- und Pflegeheimen sind wir auf einem sehr guten Weg bis Ende der Woche. So ist das Ziel, sollen alle Alten- und Pflegeeinrichtungen und die dortigen Impflinge ihre Erstimpfung hoffentlich erhalten. Bis Ende Februar dann auch die Zweitimpfung. Und zwischendurch, ich habe vorhin nur die Zahlen noch gehört, haben wir mittlerweile 25.000 Menschen hier in der Region Hannover impfen können. Also das macht nochmal deutlich, die Kolleginnen und Kollegen sind voller Tatendrang, sind sehr aktiv und warten, dass wir eben auch die Möglichkeit mit genug Impfstoff dann haben, um hier richtig loslegen zu können. Vielen Dank auch für Ihr Interesse. Sie merken, es gibt fast so viele Medienvertreterinnen und Vertreter wie Impflinge. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass auch das mit dem Impfstoff dann sich bald ins Gegenteil gekehrt. Vielen Dank. Sie haben beide heute Ihre erste Impfung erhalten? Ja, nur ich. Weshalb haben Sie sich dazu entschieden, sich impfen zu lassen? Und wie haben Sie sich informiert? Ich bin grundsätzlich für Impfung und ich bin Arzt. Ich brauche mich nicht zu informieren. Wie haben Sie das letzte Jahr, das Corona-Jahr, wahrgenommen? Haben Sie was vermisst? Ja, Kontakte. Würden Sie mir noch Ihr Alter verraten? Ja, mein Alter ist 87. Super. Okay, dann alles Gute und Dankeschön. Sie haben heute Ihre erste Impfung erhalten. Ja. Weshalb haben Sie sich dazu entschieden, sich impfen zu lassen und wie haben Sie sich informiert? Weil ich Bedenken hatte, dass ich vielleicht doch beteiligt werde an der ganzen Sache. Ja? Das ist im Grunde genommen, was ich Ihnen sagen könnte. Wie haben Sie das letzte Jahr, das Corona-Jahr, wahrgenommen? Haben Sie was vermisst? Nein, gar nichts vermisst. Ich hatte auch keine Angst vor dem Virus. Okay. Würden Sie mir noch Ihr Alter verraten? 80 Jahre. Okay, super. Das war's. Und der nächste Impftermin ist in 3 Wochen, richtig? Wieder um dieselbe Uhrzeit? 22.02. Und wieder selbe Uhrzeit? Gleiche Uhrzeit, ja, richtig. Hat alles wunderbar geklappt. Super, ja. Danke.
Sie haben heute Ihre erste Impfung erhalten. Weshalb haben Sie sich dazu entschieden, sich impfen zu lassen und wie haben Sie sich informiert? Na ja, in meinem Alter, ich bin 87, was hat man denn sonst noch, wenn man sich impfen lassen will? Ist doch gut. Wie haben Sie den Impfvorgang hier im Impfzentrum wahrgenommen? Mit dem Auto hierher gefahren, ja. Super. Kein Problem. Und hat alles geklappt mit der Impfstraße? Gut ausgeschildert, ja. Wie haben Sie das letzte Jahr, das Corona-Jahr, wahrgenommen? Haben Sie was vermisst? Das letzte Jahr, das Corona-Jahr? Wie haben Sie das wahrgenommen? Haben Sie was vermisst? Ja, wir haben was vermisst, natürlich. Aber wir haben uns aber auch gut darauf eingestellt. Da halten wir es vermisst aus. Okay, also soziale Kontakte? Ja, das war schon ein bisschen weniger in den Vereinen und den großen Veranstaltungen. Aber im persönlichen Kontakt ging das ja. Und Ihre nächste Impfung ist in 3 Wochen, richtig? Und die gleiche Uhrzeit? Wahrscheinlich, ja. Ja, das ist in Ordnung. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute. Ja, vielen Dank. So, interessant. Tschüss.